Das Tor der Illusion. Seki wachte allein in Lumpus Raum auf. Er blickte durch das Fenster und sah, dass die Sonne den Zenit etwas überschnitten hatte und wusste daher, dass es Nachmittag war. Erstaunt darüber, wie lange er dieses Mal geschlafen hatte, rieb er sich die Augen und streckte sich eilig, so als hätte er verschlafen. Als er den Raum verließ und sich in den Hörsaal begeben wollte, sah er, dass dort scheinbar seit langem wieder eine Lesung gehalten wurde. Es ist seltsam, dachte Seki, dass sie heute wieder Lesungen halten. Gestern waren sie noch vollkommen in den Aufräumarbeiten vertieft gewesen und schienen noch eine Menge vor sich gehabt zu haben, und auf einmal sitzen sie hier. Seki erreichte schließlich den Hörsaal und bemerkte etwas Erstaunliches. Er war nicht nur voll, er war übervoll. Jeder Sitzplatz schien belegt zu sein, und auch auf den Gängen zwischen den Sitzbänken musste jeder Platz einen Andrang von Interessenten gewichen sein, da sich auch dort die Illusionisten nah aneinander drängten. Die zweite Überraschung traf Seki, als er zum Rednerpult blickte. Obwohl dies der Hörsaal für die Schüler war, stand dort nicht wie üblich Lombus, sondern der Erzkanzler höchst selbst. Jetzt wurde Seki klar, dass hier etwas Verdächtiges vorgehen musste, weshalb er sich mit in die Masse drängte. Er stand einige Zeit dort, doch obwohl kein Gemurmel zu hören war, nahm er nur dumpf die Stimme des Erzkanzlers wahr, da diese von den vor ihm stehenden Illusionistenmassen gedämpft wurde. Daher beschloss Seki, sich weiter nach vorne zu drängen, doch es dauerte einige Zeit, da die Masse nicht nachgeben wollte. Als er sich endlich etwas weiter nach vorne gekämpft hatte und sich nun hinter einer der letzten Sitzreihen befand, sodass vor seinem Kopf eine freie Fläche war, die den Blick zum Rednerpult gewährte, konnte er nun auch den Ausführungen des Erzkanzlers aufmerksam lauschen. »So ist es nun mal«, sprach der Erzkanzler und führte gleich weiter mit eiliger Gelassenheit fort. »Heute am Abend werden wir abermals in so kurzer Zeit um das fortwährende Bestehen der Universität kämpfen müssen. Es ist ein Gräuel, doch ein notwendiges, denn der Aufmarsch der Shadow ist im eiligen Gange.« Von einer höher gestellten Illusionisten ertönte eine Stimme, die sich an den Erzkanzler wandte. »Warum marschieren Sie auf?« Ein anderer rief rein, ehe der Erzkanzler antworten konnte. »Das liegt an diesem Shadow. Wie hieß er noch gleich?« Eine weitere Stimme antwortete. »Seki, so hieß er. Ein Shadow, der die anderen hergeführt hat.« Seki fühlte sich so unwohl wie eine Maus, die ein paar Meter über einem mit Mäusefallen bedeckten Boden an einen seidenen Faden hing, der an einer Stange befestigt war, auf der ein Dutzend Katzen wachten. Seki konnte jetzt nicht mehr vor noch zurück. Doch er musste etwas tun, denn der seidene Faden war am Reißen. Am schnellen Reißen. Seki überlegte, mit der Geschwindigkeit eines Geparden. Sollte er jetzt laut einrufen, er wäre unschuldig? Nein. Das würden sie jetzt sowieso nicht glauben. Oder wegrennen? Selbst wenn er aus dem Saal entkäme, wie sollte er durch das Meer kommen, was auf magische Weise vor den Toren von Erestu geruhsam wacht? Vielleicht könnte er aber... Da ist er! Ertönte eine Stimme vor ihm und warf ihn aus seinen Gedanken. Noch ehe er die Situation richtig realisieren konnte, wurde er von mehreren Armen von hinten gepackt und in einen festen Griff gehalten. Lass mich los, ich bin nicht schuld, ertönte es von Seki. Natürlich bist du das, du bist doch einer von ihnen, nicht wahr? Auf einmal spürte Seki, wie er leichter wurde und scheinbar aus dem Griff schwebte, und genauso war es auch, was er durch einen Blick nach unten bemerkte, wo er die Masse der Illusionisten unter sich vorbeigleiten sah. Er schwebte direkt neben dem Erzkanzler, welcher den Telekinese-Zauber auf Seki gesprochen hatte, um ihn aus der Situation zu retten. Danke, ertönte es leicht geschockt von Seki. Der Erzkanzler nickte ihm freundlich zu und wandte seinen Blick scharf zu den Illusionisten, die Seki festgehalten hatten. Diese zuckten leicht unter dem Blick zusammen und sprachen zu ihrer Verteidigung. Verzeiht, Erzkanzler, doch wir verstehen nicht, weshalb er ihn in Schutz nimmt. Der Erzkanzler streichelte gelassen seinen Bart. So, ihr versteht es nicht, ja? Vielleicht sollte ich euch noch einmal in die Grundausbildung entsenden, damit ihr lernt. Was gibt euch das Recht, einen der unseren an den Vormarsch der Shadow die Schuld zuzuweisen? Einen der unseren? Er ist ein Shadow. Er ist ein Illusionist. Wie kommt ihr drauf? Erastu, die große Universität der Illusionisten heißt so, weil nur Illusionisten sie betreten. Er ist uns freiwillig beigetreten und hat seine Talente als eifriger Schüler bewiesen, ohne eine Straftat zu vollziehen. Jetzt sagt ihr mir, wie ihr darauf kommt, dass er ein Shadow sei. Weil er, bevor er zu uns kam, einer von ihnen war. Und nur weil er einer war, ist er es also immer noch? Selbst wenn es so wäre, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und das wisst ihr alle. Er machte eine kurze Pause zum Nachdenken. Es ist die Wahrheit. Die Shadow rücken auf Erastu vor.
Doch sie wollen nicht wie der Lord den Schüler Seki. Nein, es geht um Krieg und Eroberung. Sie wollen das Wissen unserer Bibliotheken. Wo ich das weiß? Ich habe ihre Streitmacht in einen der Telespiegel gesehen. Sie haben keine Belagerungswaffen dabei. Also werden sie versuchen, uns zu töten. Er grinste leicht und machte eine lange Pause. Ein Gelächter ertönte und Seki wunderte sich, worüber die Leute lachten und lehnte sich zum Erzkanzler, um diesen zu fragen. Erzkanzler, ich habe so viele Fragen, aber zuerst, warum lachen alle? Was ist daran komisch? Nun, junger Freund. Er kratzte sich am Bart. Es wird dir sicher schon aufgefallen sein, dass Erastu von einem Meer umgeben ist. Ohne Belagerungswaffen haben sie keine Chance, überhaupt Schaden anzurichten, denn sie kommen nicht einmal in die Nähe des Tores. Wahrscheinlich werden sie versuchen, eine Brücke zu bauen. Doch da sie dazu das Material außerhalb vom Brachland beschaffen und herbringen müssten, können wir die Brücke schon mit den einfachsten Geschossen leicht abwehren. Du siehst, die Strategie des Senseis ist ziemlich, ja, dumm. Was natürlich nicht heißt, dass alle seine Schüler dumm sind. Er zwinkerte und das Gelächter war noch im vollen Gange. Seki drehte seinen Kopf nachdenklich nach unten und sprach dann zum Erzkanzler. Erzkanzler, verzeiht, doch ich glaube, ihr irrt euch. Was? Er tönte es fast schockiert. Ich irre mich? Wahrscheinlich, ja. Der Sensei ist regelrecht genial. Er versteht viel von Taktik und List. Sicher hat er einen effektiven Plan. Und ein Teil von diesem wird darin bestehen, euch glauben zu lassen, dass er dumm ist, um euch dann zu überraschen. Das klingt ziemlich extravisionalutär. Er machte eine kurze Pause und winkte dann mit der Hand ab. Nein, Erastu ohne Belagerungswaffen einzunehmen ist schon möglich, oder? Seki überlegte, ob er antworten sollte, doch er stellte fest, dass der Erzkanzler diese Frage wohl an sich selbst gerichtet hatte. Nein, wie sollte er denn angreifen? Antwortete der Erzkanzler zu sich selbst. Was denkst du, Seki? Wie könnte er siegen? Du bist ein Shadow und hast unter ihm gedient. Du wirst seine Strategien doch kennen, oder? Ehrlich gesagt, ich kann noch nicht einmal verstehen, was hier los ist. Warum greift der Erastu an? Ich kann es nicht glauben. Der Erzkanzler griff unter das Rednerpult und holte eine Kristallkugel hervor und hielt sie Seki vor das Gesicht. In der Kristallkugel wehten graue, dichte Nebel, die jedoch schnell verflogen und ein Blick auf gerüstete Männer bot. Siehst du die Soldaten? Sie befinden sich jetzt auf halbem Weg hierher und werden in einigen Stunden Erastu erreichen. Das Bild der Kugel wanderte vor die Soldaten. Und geführt werden die Soldaten von zwei Männern. Der eine ist der Sensei, der andere ist mir unbekannt. Seki musterte das Bild und erkannte auch den Sensei. Doch wer war der andere? Nun, fuhr der Erzkanzler fort. Ist das der Sensei? Ja, leider, aber wieso? Macht ist ein blendendes Licht. Dein Sensei hat da wohl zu sehr hineingestarrt. Er legte die Kugel wieder weg. Das Gelächter war gewichen und nun beobachtete eine Armee von den Augen die beiden Diskussionspartner am Pult. Den Erzkanzler schien das nicht zu stören und er fragte Seki abermals. Wie sollte er gewinnen? Welche Taktik sollte er anwenden? Ein Moment herrschte Stille. Dann sprach Seki leise, ich weiß es nicht. Der Erzkanzler wollte sich gerade zu der Menge umdrehen, als Seki hinzufügte, doch ihr solltet euch darauf vorbereiten, dass er etwas plant. Und wenn er plant, dann meist sehr erfolgreich. Seki, tönte es ruhig vom Erzkanzler, wie von einem Opa, der mit seinem geliebten Enkel spricht. Wie sollen wir uns auf einen Plan vorbereiten, den wir nicht kennen? Das ist einfach unmöglich. Was sollten wir deinen Überlegungen folgend tun? Ich weiß es nicht. Gibt es nicht irgendeinen starken Zauber, der immer nützlich ist oder so? Wenn ja, dann würde ich euch raten, den schon einmal vorzubereiten. Wir werden ihn brauchen. Es erhob sich wieder Gelächter aus dem Publikum, das sofort von der lauten, grollenden Stimme des Erzkanzlers unterbrochen wurde. Hört auf zu lachen! Was, wenn der Junge recht hat? Er kennt die Shadow und den Sensei besser als wir alle zusammen. Wenn er mir sagt, dass eine Gefahr besteht, dann glaube ich ihm das. Ein fortgeschrittener Illusionist rief ein, Erastu ohne Belagerung anzugreifen ist zwecklos, das ist doch nur eine vergeudete Zeit. Vielleicht habt ihr recht. Wenn ihr recht habt, dann hätten wir uns umsonst bemüht. Irrt ihr euch jedoch, dann sind wir alle dem Untergang geweiht. Lieber vergeude ich etwas Mana, als dass ich die Möglichkeit zulasse, dass Erastu fällt. Und mit Erastu die gesamten Illusionisten.
Er machte eine kurze Sprechpause. Also, wir werden uns alle auf einen Kampf vorbereiten müssen, der kritisch verlaufen kann. Deswegen werde ich und die vier Kanzler der ungenauen Genauigkeiten das Ritual von Levi Leftos vorbereiten. Ein lautes, erschrockenes Einatmen der Masse war zu hören, auf das gleich durcheinander hallendes Geflüster folgte. Ja, das Ritual von Levi Leftos. Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir dieses Ritual bisher noch nie vollführt haben. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Die Illusionisten der Stufe 7 und höher werden die niedrigen Stufen unter sich sinnvoll aufteilen und Gruppen von 10 bis 20 Mann bilden. Wir wissen nicht, was uns erwarten wird. Darum bereitet euch auf alles vor. Und was ganz wichtig ist... Es folgte abermals eine kleine Pause. Niemand, und ich meine absolut niemand, wird den kleinen Säcki hier dafür verantwortlich machen oder strafen. Wenn ich das sehe, dann wird derjenige persönlich krötifalloziert. Lombus? Lombus erhob sich aus einer der mittleren Reihen. Ja? Ihr werdet euch persönlich um Säcki kümmern und keine Gruppe anleiten. Eure Aufgabe wird darin bestehen, den geheimen Fluchtweg offen zu halten. Für den Fall, dass wir evakuieren müssen. Tritt dieser Fall tatsächlich ein, so werde ich den Schrillpfeifzauber anwenden. Daraufhin haben sich alle so schnell wie möglich zu den geheimen Ausgang zu bewegen. Soweit verstanden? Ja. Ja. Ja, natürlich. Sagte die Masse leicht durcheinander. Noch irgendwelche Fragen? Ein Illusionist der Stufe 8 stand auf. Ja, wie sollen wir unsere Teams vorbereiten? Auf Außenkampf oder für die Verteidigung im Inneren? Wie gesagt, wir wissen nicht, was uns erwartet. Die Teams, die sich auf den Türmen befinden, sollten sich auf Distanzkampf einstellen und die anderen sollen alle nötigen Vorkehrungen treffen, falls die Shadow eindringen. Der Illusionist nickte und setzte sich dann hin. Der Erzkanzler wartete noch einen Moment auf Fragen, doch da keine kam, verabschiedete er sich. Legte seinen Arm um Säckis Schulter und führte ihn zu Lombus, während die Masse sich scheinbar versuchte zu gruppieren. Lombus, sprach der Erzkanzler, als er vor ihm stand. Hier ist euer Säcki. Gebt bitte weiterhin gut auf ihn acht. Und was dich angeht... Er drehte sich zu Säcki. Pass gut auf dich auf. Auch wenn du dich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden kannst, der Sensei ist nicht an dir interessiert. Du bedeutest ihm wahrscheinlich nichts. Aber wie kommt ihr darauf? In seiner Armee befinden sich vorwiegend Einwohner aus Geldnot. Damit ist er Lord geworden. Der Sensei strebt nach Macht, nicht nach Menschlichkeit. Es gibt keinen anderen Grund, für ihn Erastu anzugreifen. Wahrscheinlich war alles Teil von einem Plan. Der Erzkanzler wandte sich um und sprach, wenn er so clever ist, wie du behauptest. Mit diesen Worten entfernte er sich und ließ Säcki bei Lombus zurück. Säcki, der immer noch schockiert war, drehte sich zu Lombus und sprach, der Sensei soll alles geplant haben? Aber das hieße ja, dass der Angriff auf Erastu durch den Lord meine Aufnahme in der Universität und sogar meine Gefangennahme, dass das alles geplant war. Er hat dich benutzt, ja. Während Lombus seinen Arm tröstend um Säcki legte, sprach er mit ruhiger Stimme, es tut mir so leid für dich. Wie konnte er nur? Macht ist ein Licht, das schon von Weitem blendet. Viele sehen es, jeder ist danach bestrebt, es zu erreichen. Doch umso näher man der Quelle des Lichts kommt, desto schwerer ist es, dem Licht zu folgen. Es genügt ein schwacher Moment und schon wendet man sich vom Licht ab, um der Last des Strahlens zu entgehen und blickt in die Dunkelheit. Säcki wurde sehr still. Er lag einer fast übernatürlichen inneren Stille, die sich in seinem Gesicht durch das Erschlaffen der bis dato zornigen Falten zeigte. Einen Moment lang hielt für Säcki die Zeit an. Er betrachtete die Situation, sah, wie Lombus leicht neben ihm stand, wie die anderen Illusionisten in Gruppen standen und eifrig diskutierten, wie Lombus warme Hand seine Schulter beruhigend bedeckte und in diesen zeitlosen, diesen stillen Moment hörte Säcki seine Gedanken lauter denn je. Ist es denn tatsächlich so, fragte er sich, dass Macht blendet? Macht über andere zu haben, bedeutet auch sie zu sehen, oder nicht? Wie wird Macht überhaupt sichtbar? Sie kann ja eigentlich nur sichtbar werden, wenn man sie benutzt. Doch wenn man sie benutzt, so schränkt man doch die Macht anderer ein. Wenn ein Herrscher wie Lord Tralala nun seine Macht zeigt, was erreicht er dann?
Mir wurde gesagt, dass Macht glücklich macht, dass sie ein Weg sei, alles zu bekommen, was man will. Kein Wunder, dass jeder danach strebt. Doch Lombus hat recht. Das Glück von Lord Tralala war nur oberflächlich. Sicher, er hatte Land, auf dem er alles tun konnte, was er wollte. Er hatte eine Armee, die ihn für einfache Leute unantastbar machte. Er hatte steuerlich erpresstes Geld, mit dem er sich kaufen konnte, was er wollte. Doch eines hatte er nicht: Glück. Trotz all dieser Besitztümer und Rechte wurde er gehasst, verachtet. Selbst der Bauer, der für sein täglich Brot hart arbeiten musste, während der Lord sich in seinen Thron zurücklehnte, empfand mehr Glück, als der Lord es je hätte tun können. Denn er hatte eine Frau, die ihn liebte, und eine Arbeit, die ihn erfüllte. Die Macht blendet tatsächlich. Sie ist schön und schwer zu erreichen. Doch wenn man sie hat und alles tun kann, was man will, wonach sollte man dann streben? Das Licht der Macht ist verlockend, doch nur solange man versucht, danach zu greifen. Denn hat man es erst einmal erreicht, dann ist da kein Licht mehr, denn dann liegt das Licht hinter einem. Und wo kein Licht ist, da herrscht Dunkelheit. Und nichts kann schlimmer sein, als in dieser Dunkelheit unterzugehen und mit dem Licht den Weg zu leuchten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass man damit jeden blendet. Und genau das widerfährt nun den Sensei. Er strebt so sehr nach Licht, dass er bereits in die Dunkelheit gefallen ist und nun seine Macht missbraucht, um diese zu beseitigen, ohne daran zu denken, dass diese Dunkelheit nur für ihn herrscht. Es ist fast... Ah! Ertönt es von Seki, als ein freundschaftlicher Arm, der immer noch auf seiner Schulter ruhte, ihn leicht rüttelte. Alles in Ordnung? Du warst so... still. Seki musste erst einmal kurz durchatmen, ehe er antworten konnte. Ja, ich war nur in Gedanken. Lombus, danke. Nun, ich weiß zwar nicht, was du gerade gedacht hast, aber gern geschehen. Wollen wir jetzt gehen? Es besteht uns eine Schlacht bevor und nur du kennst unsere Gegner. Sie liefen los. Da zwischen Hörsaal die Illusionisten bereits gruppiert hatten und somit einige Gänge frei waren, erreichten Lombus und Seki schnell dessen Ausgang, um sich zum Geheimgang zu bewegen. Eigentlich, sagte Seki während des Gehens, kenne ich unseren Gegner nicht. Er ist ein Sensei und es sind die Shadow, abgesehen von den Bauern und den Überbleibseln der Wachen des Lords. Ja, schon, aber er ist nicht mehr mein Sensei. Ich hatte zwar nie die Gelegenheit gehabt, ihn gut kennenzulernen, aber ich hätte ihn nie als Diktator eingeschätzt. Apropos, was war er denn eigentlich, ehe er Sensei der Shadow-Gilde wurde? Ich weiß es nicht. Wir Shadow hüten unsere Vergangenheit wie ein Schatz. Das ist sehr weise, denn genau das ist die Vergangenheit. Wie meint ihr das? Immerhin ist sie vergangen. Man kann sie nicht mehr ändern. Und das ist das Schöne an diesem Schatz. Er ist sicher. Kein Magier der Welt kann ihn ändern, kein Krieger erobern, kein Dieb ihn stehlen. Es ist ein Schatz, der seinen Besitzer überall hin mitleitet. Praktizierte Wahrheit in Gehirnkonserve, wenn du es denn so möchtest. Nun gut, aber der Schatz kann auch hässlich sein. Es sind viele Sachen, die ich lieber nie gesehen. Vieles, was ich lieber nie erlebt hätte. Das geht allen so. Aber wenn du weiser wirst, dann wirst du auch diese negativen Seiten des Schatzes zu schätzen wissen. Vielleicht sogar mehr als die schönen Erinnerungen, denn diese zeigen dir lediglich schöne Momente. Die schlechten zeigen dir, wie du hässliche Momente vermeidest. Das ist viel wichtiger. Mit der Erinnerung sollte man nicht sorglos umgehen, denn in den Händen eines Weisen wird sie zur Waffe. Nur viele lernen, nicht Gebrauch von ihr zu machen. Mit diesen Worten erreichten die beiden die Illusionswand, hinter der das Portal, das als Fluchtweg diente, stand. Als sie diesen erreichten, setzten sie sich auf einigen Kisten hin und Lombus holte den Spiegel vor, den er in der vorigen Schlacht aus Seki gegeben hatte. Es herrschte einige Minuten trügerische Ruhe, dann fragte Seki, Lombus, was werden wir jetzt tun? Warten, warten. Können wir denn nicht irgendetwas tun? Irgendwelche Vorkehrungen treffen? Seki, ich weiß, dass du es gut meinst, aber wie sollen wir uns vorbereiten, wenn wir nicht einmal wissen, was uns erwartet? Ihr habt recht. Wieder herrschte Ruhe. Wie wird die Schlacht ausgehen? Sprach Seki dann, um die Ruhe zu beseitigen, die ihn schwer auf der Brust drückte. Wir werden wahrscheinlich verlieren. Was? Du kennst den Sensei besser als jeder andere hier. Wenn du sagst, dass er clever ist und einen Plan hat, dessen Ziel es ist, uns zu besiegen, werden wir diesen Plan jedoch nicht kennen und uns darauf vorbereiten können, dann müssen wir uns fügen. Es bleibt nur noch die Hoffnung, dass du dich irrst oder dass wir stark genug sein werden, dem Plan zu widerstehen. Daraufhin nahm er den Spiegel vor und legte ihn zwischen sich und Seki. Er zeigte den Rand des Brachlands, welches an einen kleinen Wald mit kleinen Pfad angrenzte.
Es war niemand zu sehen, doch jeder wusste, dass der Sensei diesen Weg wählen würde, denn der einzige andere führte durch den Feenwald. Und diesen haben bisher nur die wenigsten lebend wieder verlassen. Und jene, die ihn verlassen hatten, waren so verrückt geworden, dass sie nicht mehr in der Lage waren, sinnvolle Worte zu formen, sodass die Erzählungen schnell versiegten. Doch noch gab es Legenden. Legenden, erzählt und überliefert von den Illusionisten, denn nur sie, so sagt der Volksglaube, verfügen über genügend Intelligenz und geistiger Widerstandskraft, den wirren Treiben des Waldes zu widerstehen. Diese Legenden ruhen. Sie ruhen schon lange. Vielleicht zu lange. Es war am frühen Abend, als der Sensei und seine Armee den Wald durchquert und das Brachland erreicht hatten. Er war gerade dabei, in das Brachland zu marschieren, als der Erzkanzler mit einer kleinen, jedoch nicht realen Flutwelle etwa 20 Meter vor ihm materialisierte. Dieser begann mit lauter, dröhnender Stimme zu sprechen, sodass die Armee anhielt. Jedoch lief der Sensei mit dem Mann in der Kutte beständig und unbeeindruckt weiter. Was treibt euch hierher, Sensei der Shadows? Dies ist nicht euer Reich! Was auch immer ihr für einen Krieg führt, es ist nicht der unsere! Geht, bevor ihr... Der Sensei hatte mittlerweile den scheinbaren Erzkanzler erreicht und schritt mitten durch ihn hindurch und sprach dabei zu dem Mann in der Kutte, als die Illusion sich aufzulösen begann. Na, ganz ehrlich, ich hätte mich auch nicht vor so einer Armee persönlich positioniert. Dann drehte er sich zu seiner Armee um und rief, worauf wartet ihr? Lasst ihr euch von einer Säule aus Wasser so leicht beeindrucken? Seht, mir ist nichts passiert. Die Soldaten murmelten zueinander, doch dann folgten sie dem Sensei und formierten sich vor dem Sensei. Yuzet trat vor ihm und sprach, Sensei, wir haben jetzt das Brachland erreicht. Wie sollen sich die Männer formieren? Wie du siehst, steht der Rastu wie erwartet im Meer. Etwa 20 Meter vor diesem Meer nehmen wir Aufstellung. Lass die Männer dort in Angriffsspeerpfeilformation aufstellen. Ganz vorne die Wachen, dahinter die Lanzenkämpfer und Schwertkämpfer und in einigen Abstand die Bogenschützen. Ich und mein Freund hier werden etwa einen halben Kilometer hinter euch stehen und den Weg in der Rastu für euch öffnen. Wir haben da einige durchschlagende und schlagkräftige Argumente. Der Sensei grinste und nickte dem Mann in der Kutte zu, welcher jedoch keine Reaktion zeigte. Yuzi nickte und übernahm die Führung, während der Sensei und der Mann in der Kutte sich weit hinter die Armee fallen ließen. Während die Armee sich formierte, fand ein Gespräch zwischen dem Sensei und dem Mann in der Kutte statt. Ist alles vorbereitet? Fragte der Sensei. Geduldet euch noch einen Moment, ja? Der Mann in der Kutte hielt das Amulett in den Händen und verführte mit seinen Fingern Kreise darauf. Mehrere kleine Beben waren zu spüren, als sich der mit Magie unsichtbar gemachte Rock näherte, der unter jeder seiner Achseln drei Spiralbäume trug. Es sah bizarr aus, wie die Bäume scheinbar in der Luft schwebten, während zwischen ihnen eine transparente Masse weite Schritte machte. Der Mann drückte auf das Amulett und Rock ließ daraufhin die Bäume fallen, was ein kleines Beben verursachte. Jetzt ist alles vorbereitet und ihr seid sicher, dass euer Plan gelingen wird? Nee, kann nicht misslingen. Die Illusionisten werden denken, dass wir einen simplen Angriff ohne Belagerungswaffen ausführen, mit dem wir nicht einmal bis an ihr Tor kommen. Deswegen werden sie sich nicht vorbereiten und sobald wir dann ihr Tor erreicht und zerstört haben, stehen sie uns chancenlos gegenüber. Natürlich werden sie das Ritual von Leviliatus sprechen. Aber dann wird Rock eingreifen. Ihr habt aber schon die Anweisung erteilt, Gefangene zu nehmen, statt zu töten? Aber sicher! Der Sensei sagte diesen einen höhnischen Ton, der die Unwahrheit des Satzes deutlich hervorkommen ließ. Der Mann in der Kutte drehte sich auch um und sprach, Wisst ihr, Gefangene können auch sehr nettig sein. Ich kenne nicht eine Leiche, die bisher nutzvoll gewesen wäre. Dann kennt ihr meinen Cousin Peter nicht. Hoffentlich werdet ihr nicht so nutzvoll wie euer Cousin. Wieso? Früher oder später werden wir das alle. Sieh es mal so, ich beschleunige nur diesen natürlichen Prozess des Sterbens. Und das ist für euch ein Grund, das Töten zu rechtfertigen? Es ist zumindest für mich kein Grund, das Töten zu unterlassen. Hin ist hin, Asche zu Asche, Staub zu Staub und so weiter. Ihr kennt das ja. Den letzten Satz sagte er mit direkter Bestimmtheit und blickte den Mann dabei scharf an. Dieser machte den Mund auf, um einen Satz zu formen, doch dann entschied er sich dagegen und schloss ihn wieder. Das habe ich erwartet, sagte der Sensei mit siegessicheren Grinsen. Du arroganter Einfallspinsel, dachte sich der Mann in der Kutte. Du erwartest wohl alles wie. Sei froh, dass ich dich noch brauche, obwohl... Warum eigentlich? Ist dieses Gemetzel, dieses Sterben, das alles wirklich wert? Ja, ich wollte Macht, ich wollte Geld und Frieden bringen, ich wollte herrschen. Doch zu diesem Preis? Hier stehe ich und führe ein Monster in die Schlacht, welches die Illusionisten zerschmettern wird. Sie werden ihre Strafe erhalten für all den Verrat,
Doch muss dies der Tod sein? Ist es denn nicht möglich, ein Übel zu beseitigen, ohne ein neues zu erschaffen? Ich könnte mich zurückziehen und Geldnot allein regieren. Die Shadow haben Rock nichts entgegenzusetzen. Worauf warte ich? Ich wollte Rache, doch die Menschen haben genug gelitten. Ich... Ein schmerzhafter Fauststoß riss den Mann aus seinen Gedanken und warf ihn zu Boden. Der Sensei stand neben ihm und sprach: Ich habe dich zurückgeholt und dir halb Geld nur versprochen. Als Gegenleistung versprachst du mir, gehorsam zu dienen. Doch du hegst in deinen Gedanken Verrat. Bedenke, es ist schon viel Wasser den Fluss hinabgeflossen, seitdem du keine Krone mehr trägst. Du bist an mich gebunden, ob du willst oder nicht. Er half ihn auf. Ich kenne deine Gedanken. Sie werden immer klarer, denn das Leben beginnt wieder durch dich zu fließen. Ich habe es dir geschenkt, doch ich kann es dir auch jederzeit wieder nehmen. Dann bedenke, ihr werdet Rock verlieren. Wenn ich verliere, verliert auch ihr. Doch gewinne ich, so gewinnen wir beide. Ihr habt an das Verlieren gedacht, nicht ich. Seht ihr das hier? Er holte aus seiner Innentasche einen grünen, walnussgroßen Stein hervor. Dies ist der Seelenstein, mit dem ich eure Seele gefangen habe und euch erwecken konnte. Das, was ich jetzt sage, meine ich ernst. Es würde mir sehr leid tun, ihn fallen zu lassen. Ach, würde ich euch auch so sehr am Herz liegen, wo auch immer dies bei euch liegen mag, wenn ich nicht Rock führen könnte? Natürlich nicht. Ihr bedeutet mir so viel wie ich euch. Nichts. Aber wir sind aufeinander angewiesen. Ohne mich gäbe es euch nicht. Und ohne euch würde ich keine Macht erlangen. Wir sind sozusagen in Symbiose. Wollt ihr das aufs Spiel setzen, wegen ein paar kümmerlicher Leben? Soll ich zulassen, dass so viele ihr Leben lassen, nur damit ich ein neues führen kann? Niemand muss sterben, wenn er sich mir nicht widersetzt. Wenn wir erst einmal herrschen, dann könnt ihr viele Leben retten, indem ihr den Bürgern das gebt, was sie brauchen. Nahrung, Obdach und Garderobe. Ist es das nicht wert? Er dachte kurz nach. Doch, das ist es. Aber wie soll ich das erreichen, ohne euren Hunger nach Macht und Reichtum zu gefährden? Ihr seid wohl kaum ein Wohltäter, der dies aufgeben würde. Habt ihr recht. Aber bedenkt, ich bin nicht gierig. Mir reicht ein Reichtum, der sich langsam mehrt. Und wenn meine Bürger selbst im Wohlstand leben, kann ich dies eher erreichen. Meine Ziele stehen eure nicht im Wege. Also, werdet ihr weiterkämpfen? Der Mann in der Kutte atmete tief durch und sprach dann: Ja, ihr habt meine Dienste gesichert. Der Sensei nickte, wandte sich ab und sprach: Dann lasst uns endlich weitermachen. Unsere Männer warten schon, sie sehen den Sieg. Ich glaube, das wird für alle Beteiligten ein recht amüsanter Abend werden.